Ihr seht es gerade überall auf TikTok und Instagram und es gilt als die Alternative oder auch Bereicherung zur üblichen Käse- oder Wurstplatte. Das Butterboard, eine einfache und schnelle Vorspeise, die auch ein absoluter Hingucker ist. Was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur ein sauberes, am besten Dekobrett, Butter und Toppings eurer Wahl. Beginnen tut ihr dann, indem ihr dekorativ eure Butter auf dem Brett verstreicht. Wie viel ihr dafür nutzt, bleibt euch überlassen. Wenn das geschafft ist, könnt ihr in der Zwischenzeit schon mal eure Walnüsse anrösten. Kurzer Check, ob die Pfanne schon warm ist und dann die Walnüsse einfach direkt und ohne Öl in die Pfanne. Zwischendurch natürlich ein bisschen hin und her schieben, dass sie nicht verbrennen. Und wenn sie dann fertig sind, raus und erstmal etwas abkühlen lassen. Danach mache ich dann weiter mit dem Ziegenkäse. Den verstreiche ich nämlich stückchenweise auf der Butter und garniere das Ganze dann mit Früchten. Ich habe mich hier für Kiwis entschieden. Und zum Schluss dann noch die Walnüsse drauf. Das Ganze runde ich mit etwas Honig ab und serviere dazu ein Rosé. Ja, das ist super lecker und ging jetzt auch total schnell und ist natürlich auch ein absoluter Hingucker. Viel Spaß beim Nachmachen!